Ja, hier oben geht es dir auch schon wieder ein bisschen besser und verdrängst so ein bisschen das, was du gesehen hast oder was du glaubst gesehen zu haben. Dann hast du zusammengebrochen, bis es ja auch noch nicht passiert. Bist zwar natürlich schon ein bisschen älter und natürlich arbeitest du auch viel, aber sowas, so plötzlich? Nee. Was tun die anderen? Man würde sich auf nach Jesk machen, in der Hoffnung, ihn da auch wieder in diesem Besprechungsraum zu finden. Ich begebe mich zum Computerraum und schaue in Richtung der anderen. Möchte mich jemand begleiten? Ich habe ja eh gerade nichts Besseres zu tun. Ja. Nicht, Mr. Kettler, wollen Sie auch mitkommen? Ja. Ich bin gespannt, was denn die Überwachung zu dem Ganzen zu sagen hat. Wenn wir auch ein Stückchen weiter weg sind, dann wende ich mich an euch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe da vorhin die Ärzte ein bisschen belauschen können. Sie haben sehr, sehr leise gesprochen von einer Art Epidemie. Tja, das erklärt ja zumindest, was hier passiert, oder? Und genauer habe ich nichts verstanden. Ich wollte Sie jetzt auch nicht drauf ansprechen. Eine Behalten Sie Epidemie? das lieber erstmal für sich, das wird nur Panik auslösen. Wenn es nur Macht irgendwelche es denn? Dämpfe sind, die austreten, dann wird sich das in Kürze wieder beruhigt haben. Ich werde es für mich behalten. Ich wollte Sie nur darüber in Kenntnis setzen, dass Sie es auch wissen. Herr Kettler, was haben Sie eigentlich da vorhin fotografiert? Was meinen Sie? Na, ich habe gesehen, wie Sie Ihr Smartphone herausgeholt haben und irgendwie in den Nachbarraum fotografiert haben. Ach, das war nichts. Herr Kettler, glauben Sie, ich hätte Ihnen die Kamera abgenommen, damit Sie jetzt mit Ihrem Smartphone Fotos machen? Sie haben gesagt, ich soll dort unten in diesem Öltank nicht fotografieren und genau das habe ich getan. Also, wenn das nichts ist, verstehe ich nicht, warum Sie es auf einmal so eilig hatten und das schnell gezückt haben und dann ein Foto gemacht haben. Das ist ja kein Selfie oder so. In der Tat, und ich denke, unter diesen besonderen Umständen wäre es dann vielleicht nicht verkehrt, wenn Sie mich auch zu Herrn Fiersk begleiten. Dann können wir, vielleicht kommen Sie auch mit Mr. Forrester, dann können wir abklären, was Ihre weiteren Freiheiten hier auf der Station sind. Ich möchte da ungern in irgendeiner rechtlichen Schwebe stecken. Ja, durchaus, durchaus. Und wenn es nicht so wichtig ist, dann können Sie uns auch zeigen, was für ein Bild es war. Hören Sie, das sind meine privaten Sachen. Die muss ich Ihnen jetzt wohl nicht übergeben. Das sind ja Ich weiß keine gar nicht, was Sie Nacktfotos, sich oder? vorstellen, mein Gott. Ich bin hierher gekommen, einen Bericht zu schreiben und habe die Freigabe bekommen, Fotos zu machen. Und das mache ich natürlich auch. Das ist doch ganz Ja, selbstverständlich. und Sie müssen verstehen, dass Fotos, die auf einer Das. Krankenstation geschossen werden, vielleicht auch die Privatsphäre von anderen Leuten betreffen. Ich Außerdem ist habe es eine keine Gesichter Notsituation. fotografiert. Ja, Ja, das müssten wir Ihnen was jetzt denn glauben. dann? Dann sagen Sie es doch wenigstens. Es ist doch jetzt eh eine Notsituation. Und ich meine, wir müssen doch auch ein bisschen verstehen können, was hier ab vor sich geht. Und wenn Sie etwas gesehen haben, was wichtig sein könnte, dann sagen Sie es doch einfach. Ich habe ja nichts gesehen, was wichtig sein könnte. Ich weiß gar nicht mal, was Sie überhaupt damit meinen, was wichtig sein könnte. Ja, weiß ich doch nicht. Aber Wie Sie gesagt, fotografieren einfach rum? es ist auch müßig, das hier zu klären. Ich denke, das werden wir mit Herrn Fiersko oder notfalls auch mit Herrn Magnus, besprechen können. Sie werden Ja. das wohl besser aufklären können als wir. Wir sollten uns auf jeden Fall mal zu Simon First begeben. Vielleicht weiß er ja mehr, was hier abgeht, oder ist er eher im Bilde? Ich glaube ihm kein Wort mehr. Dieser Aktivist da scheint sie zu kennen und sie verschweigen uns doch irgendwas und dann mit dem Foto, sie führen doch irgendwas im Schilde. In der Tat, das habe ich auch Genau, im. genau. Und gleich wachsen mir Hörner aus dem Kopf und ich werde sie alle in die Hölle mit hinunterreißen. Na, na, Wer na, na, weiß na, es na, na, schon? na. Nun Es treiben Sie wäre es mal nicht zumindest auf nicht die das Spitze, erste Mal, ja? dass die Presse zusammen mit vermeintlichen Aktivisten arbeitet, um für schlechte Presse zu sorgen. Ich will Ihnen das nicht unterstellen, aber Sie müssen auch unser Misstrauen verstehen. Wenn wir schon vom Misstrauen reden, ja, dann muss ich auch Sie mal ansprechen. Sie gehen dort hinten hin und erschießen einfach einen Mann, der ist wahrscheinlich tot und Sie zucken noch nicht mal mit der Wimper. Sie scheint es gar nicht zu berühren und dann stellen Sie sich hin und malen irgendwelche Bilder von Fischen und Ihnen gibt man auch eine Waffe. Also da würde ich mal nach Sicherheitsbedenken fragen. Dieser Mann war nicht einfach irgendein Mann, den ich kaltblütig niedergeschossen habe, sondern jemand, der mich mit einer Waffe angegriffen hat, nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe, dass er dies zu unterlassen hat. Ich habe aus purer Notwehr gehandelt. Genau, Sie haben ihn darauf hingewiesen, dann ist ja alles wieder in Ordnung.
Nein, nein, aber er hat ihn darauf hingewiesen und trotzdem sehr ihn angegriffen. Klare Notwehrsituation, hat sich nur verteidigt. So ist es. Hatte noch nicht einmal zugeschlagen. Oh, ich denke, eine Verteidigungssituation lag durchaus vor. Sie müssen nicht immer warten, bis sie tot sind, um ihr Leben verteidigen zu dürfen. Ja, und sie müssen ihn noch nicht gleich mitten in die Brust schießen. Und dann haben sie diese Bilder, an die sie sich nicht mehr erinnern können. Und sie tragen noch eine Waffe mit sich herum. Also ich bitte sie. Herr Kettler, nennt man das Ablenkungsmanöver oder was machen Sie hier? Ablenkungsmanöver? Wir haben hier einen Mann mit einer Waffe, der selbst nicht mehr weiß, was er tut. Vielleicht sollte er sich erstmal zum Doktor begeben. Es gab einen Alarm, es gab eine Ausnahmesituation. Er hat nur versucht, das zu tun, was man ihm aufgetragen hat. Ich spreche von dem Bild, das er ja angeblich nicht gemalt hat, obwohl wir es alle gesehen haben. Nun, dieses Bild, haben Sie es vielleicht dabei? Können wir es dann first auch zeigen? Können wir jetzt einfach aufhören damit? Das bringt doch gerade sowieso nichts. Ich habe nicht damit angefangen. Ja gut, Sie haben recht, aber wir sollten unbedingt zu Herrn First noch gehen und uns dann schlafen legen. Vielleicht sieht der morgige Tag ja besser aus. Obwohl ich es nach dem ganzen Stress hier jetzt schon nicht glauben kann. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist maximale Offenheit. Und wenn jemand etwas weiß, was vielleicht andere nicht wissen und was hilfreich sein könnte, würde ich mir wünschen, dass man es teilt. Das tun wir ja auch alle. Da haben wir uns ich bin, wie Sie festgestellt haben... der Presse und ich bin durchaus der Wahrheit verpflichtet. Mir geht es also ganz genauso wie Ihnen, ob Sie es glauben oder nicht. Ich würde gerne wissen, was hier vor sich geht. Ja, deswegen haben Sie auch nichts fotografiert. Mhm. Naja, egal. Lassen Sie uns das bei Herrn First klären. Ich denke, so wie ich das verstanden habe, werden sowieso alle Fotos, die wir machen, am Ende von Herrn First und Herr Magnus abgesegnet, bevor sie überhaupt rausgehen. Also von daher brauchen wir uns da, denke ich, keine Sorgen zu machen. Aber ja, dann soll ich tatsächlich dorthin gehen, um die Sicherheitsfreigaben endgültig zu klären, damit wir wissen, wie wir uns, vor allen Dingen, wo wir uns in den folgenden 14 Tagen aufhalten können. Dann geht jetzt erstmal zu Fürsk, ne, dem Sicherheitschef. Genau, das ja, war genau. Zumindest der Plan. Gut. Ja, dann in den Versammlungsraum, Konferenzraum, wo immer noch die beiden Laptops stehen, zusammen mit dem Whiteboard hinter sich, wo dann drei Leute sitzen, Ivan Stahlberg, Sodmund Fürsk und Erik Thaddeus Magnus, der Leiter der Bohrinsel, mit dem er bisher noch überhaupt nichts zu tun hatte, der immer oben in seinem Büro saß und dort irgendwas getan hat, der jetzt gerade ziemlich wutentbrannt mit den beiden redet und während ihr dann reinkommt, unterbricht er das dann ziemlich abrupt und schaut euch dann an. Was kann ich für euch tun? Hesse, mein Name, ich bin hier für die Sicherheit mit zuständig. Weiß ich, ich hab's hier eingestellt, kommen Sie rein. Sehr gut. Was Sie für mich tun können, vielleicht ein wenig Klärung. Zum einen die aktuelle Situation, zum anderen haben wir, wie Sie wissen, zwei Journalisten hier an Bord, wenn man das so nennt. Und aufgrund der aktuellen Ereignisse würde ich hier gerne Klärung haben, über was Sie wo betreten und fotografieren, dokumentieren dürfen. Gar nichts mehr. Die Kameras werden eingesammelt. Die Kameras hatte ich auch bereits einsammeln lassen, allerdings sind sie noch im Besitz ihrer Handys. Dann werden die abgenommen. Dann wird man sich euch zuwenden und auf den Tisch deuten. Ja, ich hole auch mein Handy raus, lege das dahin. Die Fotos sind auf der Cloud hochgeladen. Und wende mich aber mal an den Sicherheitsmann. Hast du denn hier WLAN? Soweit ich weiß, kein Empfang auf der Bohrinsel, oder? Genau, meine ich nämlich auch. Das hieß zumindest kein Empfang. Telefonieren ja, aber kein Empfang sonst. Ja, zumindest im Inneren der Insel. Also das lasse ich ihm jetzt mit dem guten Wurf, lasse ich ihm das sogar zugestehen, dass er da kurz Internet hatte. Also die Fotos von seinem Handy sind in der Cloud, das ist okay. Okay, alles klar. Das ist aber auch nicht so wichtig. Ich hole jedenfalls auch mein Handy raus, leg's hin, frag ihn dann aber auch, nun da wir unsere Handys ja schon ablegen mussten, können wir zumindest irgendwelche Funkgeräte oder so haben, damit wir uns verständigen können, wenn wir hier mal auf der Bohrinsel rumwandern. Sie laufen doch sowieso immer mit Hessel rum. Ja, aber auch nicht immer. Das war jetzt nur für die, um in die anderen Bereiche reinzukommen. Dann lassen Sie sich Funkgeräte geben. Wie war das? Lassen Sie sich andere Funkgeräte geben. Rotenpieler, was machen Sie denn noch hier? Ich habe schon gehört, dass Sie eingeschlafen sind. Eingeschlafen? Sowas passiert mir nicht. Nein, ich bin nicht freiwillig hier. Ich wäre natürlich gerne mit den anderen zurück aufs Festland. Ich habe andere Pläne gehabt, als hier zu bleiben.
Ich weiß auch nicht, ich bin halt einfach zusammengebrochen und dann haben die mich gefunden und wieder mitgenommen und jetzt bin ich halt hier. 14 Tage Urlaub unbezahlt auf dieser Bohrinsel, na toll. Ja. Können Sie sich ja schon mal an ihre Bachelorarbeit setzen. Ja. Was gibt's denn da zu lachen? Überhaupt nichts. Also, Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen. Wir werden die Sicherheit erneut hochfahren. Ich habe bereits mit Jim Walt darüber gesprochen. Hessel, anstrengender Tag für Sie. Sie können sich schon mal ins Bett legen und am nächsten Tag, morgen, wird es dann weitergehen. Sowieso schon ziemlich spät. Kann man Haltung annehmen und sagen. Jawohl. So, und jetzt raus. Sagen Sie mal, können Sie uns da nicht wenigstens mal sagen, was hier überhaupt los ist? Nein, raus. Man muss sich hier ja um Leib und Leben fürchten. Raus. Sehr kooperativ. Kaum geht etwas schief. Naja. Nun, Herr Kettler, das führt jetzt gar nichts mehr. Wir haben schon 11 Uhr und seien Sie mich böse, ich floss langsam in mein Bett. Ja, wenn ihr, also Hessel wird darauf achten, dass ihr vorgeht, dann nochmal kurz die Tür zumachen und dann. Eine Bemerkung hätte ich doch noch zu machen. Ja. Einer der Journalisten, Herr Kettler, einer der Terroristen, die uns angegriffen haben, schien ihn gekannt zu haben, sagte, wenn ich zitieren darf, so etwas wie: Hey Kettler, warum hilfst du mir nicht? Sehr interessant. Walt wird sich darum kümmern, danke. Jawohl. Dann wird er aber auch gehen. Nun, Mr. Hessel, Sie können zumindest dafür sorgen, dass wir Funkgeräte erhalten. Das hat ja Herr Magnus auch gesagt. Dass wir uns zumindest hier verständigen können, wenn wir mal nicht zusammen unterwegs sind, sollte irgendwo etwas sein, dass wir Sie dann rufen können. Könnten Sie sich darum kümmern? Selbstverständlich, allerdings würde ich Sie auch im Gegenzug bitten, ähnlich wie Monsieur Rondeau, die nächsten Tage möglichst nicht ohne mich das Gelände der Bohrinsel auf eigene Faust zu untersuchen. Selbstverständlich muss ich nicht neben Ihnen stehen, wenn Sie auf Toilette gehen oder ähnliches, aber wenn Sie, ja, wie gesagt, die Bohrinsel erkundigen, tun Sie das bitte, wenn ich dabei bin. Nun, mal abgesehen davon, dass wir sowieso für die anderen Bereiche keine Freigaben haben, möchte ich Sie nicht ständig an meinem Rockzipfel kleben haben, wenn ich mal in den Fitnessraum gehe oder das örtliche Kino besuche oder sonstige Sachen. Es geht mir einfach nur darum, dass, falls mir etwas auffällt, was merkwürdig ist, ich Sie dazu holen kann. Falls das großartige Überwachungssystem mal wieder versagt. Ja, verstehen. Wie gesagt, ich würde es nur nach den heutigen Ereignissen vorziehen, wenn Sie nicht allzu sehr alleine herumlaufen. Ich kann durchaus auf mich aufpassen. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Ja, allerdings müsste ich mich da auf Ihr Wort verlassen und noch mehr Berichte über irgendwelche Toten oder sowas können wir hier sicherlich nicht brauchen. Nun, ich trage keine Waffe bei mir, von daher können Sie sich dessen schon mal bewusst sein, dass ich garantiert nicht irgendwelche Leute einfach so angreife. Oh, ich mache mir da eher weniger Sorgen um die anderen Leute als vielmehr um Sie. Deswegen sage ich ja, wenn ich irgendetwas dergleichen bemerke, kann ich Sie dazu holen. Das geht aber nur mit einem Funkgerät oder etwas Vergleichbarem. Ihr Funkgerät Handy, sollen Sie auch bekommen. Mein Handy liegt bei Firsk. Wie gesagt, Ihr Funkgerät sollen Sie auch bekommen. Nur wie gesagt, ich möchte nicht mitbekommen, dass Sie irgendwo irgendwelche Untersuchungen anstellen, ohne dass ich dabei bin. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir die nächsten Tage, zumindest bis die Situation etwas geklärter erscheint, alle zusammenbleiben. Sollte ich derartige Untersuchungen anstellen wollen, werde ich sie schon ins Bilde setzen. Nur das in diesem Fall. Das ist auch alles, worum ich Sie bitten würde. In diesem Fall dürfen Sie mir gerne alle in Kürze nach draußen folgen, wo ich etwas frische Luft zu schnappen gedenke. Nach der Situation? Ja, definitiv. In der Tat wäre mir das tatsächlich eine Freude. Ja, wenn ihr die Tür öffnet, ich vermute einfach mal, ihr werdet alle gemeinsam dahin gehen. Frage auch an Hannah. Ja, also nachdem ich gehorcht habe. Ja, habe ich mitbekommen. Wenn ihr dann die Tür aufmacht, wird sie euch quasi entgegengeschleudert. Wind dringt ein und ihr könnt erkennen, dass unglaublicher Sturm draußen herrscht. Hohe Wellen, die nach oben schlagen, an der Plattform entgegen. Regen, der euch entgegenzieht und am Himmel könnt ihr sogar schwarz-dunkel, wie er ist.
Die Wolken sind sogar leicht lila, möchtet ihr meinen, so als ob sich da irgendwas zusammenbraut. Vielleicht ein Gewitter, aber ihr seht keine Blitze, die auf die Oberfläche des Meeres einschlagen. Aber es ist auf alle Fälle sehr, sehr elektrisch, sehr geladen, die Luft, die Atmosphäre, die Spannung. Aber der Regen ist ziemlich erfrischend und ja, wenn ihr dann euch da hingestellt habt, nochmal an der Reling festhalten, damit ihr da auch nicht runterfallt, werden zumindest eure Kopfschmerzen weniger. Mag einfach an der frischen Luft liegen. Ach, ganz schöner Sturm hier draußen, aber tut ganz gut. Schon bemerkenswert damit, dass man da drinnen fast gar nichts davon mitbekommt. Ich stelle mich an das Geländer, halte mich natürlich fest und schau mal runter Richtung Wasser. Kann ich dort etwas Besonderes erkennen? Tiefschwarz. Es sieht fast so aus, als würde sich Öl ausbreiten. Mr. Hasselgewand. Die Plattform ist aber dicht, oder? Also es dringt kein Öl in irgendeiner Form aus. Meines Wissens nach nicht, nein. Dann schauen Sie mal runter. Das Wasser ist pechschwarz. Sieht fast so aus, als ob da Öl austreten würde. Naja, es ist Sturm, es ist bewölkt. Nicht, dass hier tatsächlich ein Leck vorliegt und das Wasser hier verseucht. Die Anlage ist hochtechnologisiert. Es müsste aufgezeichnet werden und es müsste irgendwo eine Meldung geben, wenn irgendwas in der Richtung passieren würde. Das kann nicht sein. In Bezug auf das System hatten wir ja schon mehrere sonderbare Fälle. Sie wurden nicht bemerkt. Ja, aber das liegt anderes, ja vielleicht an uns. Also vielleicht in einer Sinnestäuschung oder so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist so, nein, so modern. Technik kann Segen und Fluch sein zugleich. Ich halte es auf jeden Fall im Auge und werde mich morgen mal erkundigen, ob da irgendwas vorgefallen ist. Wenn der Sturm vielleicht abgezogen ist, werden wir eine bessere Sicht haben, dann wird sich das sicherlich schnell klären. Ich will mir auch gar nicht ausmalen, was passiert, wenn es wirklich ein Leck gäbe. Was auch seltsam ist, seit wir auf dieser Bohrinsel sind, haben wir dieses Wetter schon. Als wir noch in Hamburg waren, hatten wir noch halbwegs schönes Wetter, aber je näher wir dieser Bohrinsel kamen, umso mehr hat sich das Wetter verändert. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, hatten wir den ganzen Tag schon Sturm. Und wenn ich mir jetzt die Wolken so anschaue, komplett lila teilweise, also irgendwas liegt hier in der Luft und das ist ganz sicher nicht normal. Naja, wie oft waren Sie denn schon auf einer Bohrinsel mitten im Ozean? Das ist mein erstes Mal. Das ist die raue See. Aber ganz ehrlich. Nach so einem Tag will ich Ihnen das gar nicht verdenken. Es ist ein unglaublicher Tag gewesen, auch für mich. Aber wir sollten vielleicht nicht zu viel in allem sehen. Ich finde es einfach nur ungewöhnlich, dass dieser Sturm schon den ganzen Tag über anhält und immer schlimmer zu werden scheint. Vielleicht sieht morgen alles anders aus, wenn wir uns hingelegt haben und ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Vielleicht ist dann am Morgen einfach alles anders. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aber sollte jetzt die Nacht auch noch etwas passieren, also bei dem Wetter können hier keine Helikopter landen. Und bei den Wellen hätte selbst die Plus 6 schwer. Hier haben Sie vermutlich recht. Das heißt, aktuell bei der Wetterlage sind wir vollkommen abgeschnitten vom Festland. Aber jetzt verstehen Sie mich mal nicht falsch. Moderne Technik hin, moderne Technik her. So modern sie auch sein mag, das Wetter vermögen Sie doch noch nicht zu kontrollieren. In der Tat. Und ich denke, wie Sie schon sagten, da wir eh nichts dran ändern können, brauchen wir uns auch keine großen Sorgen drum zu machen, würde ich sagen. Das sagen Sie jetzt. Das sagen Sie jetzt. Warten Sie mal ab. Sie klingen wie diese Verschwörungstheoretiker. Sie wissen nicht, über was ich schon alles berichten durfte. Zu viel Akte X geguckt? Nein, das nicht, aber... Er berichtet zu viel über die Bettgeschichten der Hollywood-Stars. Ja, hören Sie mir damit auf.
ganz ehrlich, das hat nichts damit zu tun. Nein, ich hatte auch schon durchaus andere Einsätze. Und was ich damit bekommen habe, das wollen sie nicht wissen, glaubst du. Und eine gewisse Paranoia, die sich, die damit in Verbindung zu bringen ist, nun, sie ist über die Einsätze enden, sie ist darüber über die Zeit gewachsen und ich bin nur vorsichtig. Wie gesagt, nach so einem Tag soll Ihnen das auch unbenommen sein. Ja, es ist mittlerweile später Abend, ja fast Nacht schon und so könntet ihr euch dann, wenn ihr das denn mögt, auflösen und jeder in die einzelnen Zimmer, in die Kabinen gehen, die euch gewiesen worden sind. Ich werde noch einige andere Anmerkungen, die ihr unter 2 oder 4 oder 6 Augen machen wolltet. Ich werde noch ein bisschen draußen stehen bleiben. Ich werde noch ein bisschen mich umgucken, werde auch noch ein bisschen am Gelände entlang gehen, so das möglich ist. Und gehe dann erst, wahrscheinlich bin ich auch der Letzte, der reingeht, in meine Kabine zurück und leg mich dann schlafen. Ich hatte vorhin kurz die Möglichkeit noch zu horchen an der Tür. Sie haben von 2 Leichen gesprochen. Vielleicht waren es die, die wir auf dem Gang gesehen haben, die anderen beiden Aktivisten und Terroristen, was auch immer es war. Aber er sprach auch gleich einen Atemzug von Terroristen von Tidal Wave. Wahrscheinlich waren es die beiden. Davon würde ich stark ausgehen. Tidal Wave, sagt Ihnen das irgendwas? Greenpeace ist mir wohl geläufig, aber Tidal Wave sagt mir überhaupt nichts. Ja, das ist auch so eine Aktivistengruppe, die gegen Erdölbohrungen sind. Sind sie denn für, ich sag mal, gewalttätige Übergriffe bekannt? Greenpeace ist ja zumindest harmlos, würde ich fast sagen. Ja, es ist auf jeden Fall, sie sind wesentlich gewaltbereiter. Ich würde eher von Terroristen sprechen, tatsächlich. Ja, diesen Eindruck hatte ich auch. Wollen wir hoffen, dass, es nur diese 4 waren, die wir bisher getroffen haben. Wobei einer ja noch scheinbar hier überzählig ist. Hanna nickt, das wollte ich auch gerade sagen. Irgendwo ist noch einer von denen. Sollten wirklich vorsichtig sein. Ansonsten sagt er noch, dass sie auf jeden Fall wegen Kettler gucken wollen. Ja, ich muss auch sagen, wirklich ausgezeichnete Arbeit, dass sie so ein gutes Auge darauf hatten. Mir ist dieses Foto glatt entgangen. Ja, er hat sich so beeilt, also das war schon ein bisschen seltsam. Ja, wollen wir hoffen, dass das nur seiner Neugier geschuldet ist. Er weiß, was er da gesehen hat. Auf der Krankenstation, ich nehme an, die Leichen. Ja, das wird auf jeden Fall Sinn machen. Ich beunruhige viel mehr, dass er mit denen womöglich unter einer Decke steckt. Ja, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein, was wir ihm sagen. Ganz genau. Und den beobachten. Ab jetzt werde ich ein extra Auge auf ihn werfen. Aber sie haben sich wirklich ganz hervorragend geschlagen, auch in Anbetracht so einer Extremsituation. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, Frau Rotenwieder. Sie wird rot. Danke. Machen Sie ruhig weiter so gute Arbeit und würde ihr auf die Schulter klopfen. Okay. Und so könnt ihr euch zurückziehen. Schlafen. Der Tag war anstrengend, euch plagen immer noch die Kopfschmerzen. Allerdings, als Peter Forrester in sein Bett steigt, was relativ bequem und gemütlich aussieht, so abgeschieden das hier auch ist in der Nordsee, aber ja, die Alpha Deepwater schon ziemlich technisiert, möchtest du meinen, hier soll es an nichts fehlen, gerade wenn man einen eigenen Kinoraum hat oder eine Sporthalle. Was dir auffällt, als du dich in dein Bett legst und mit dem Kopf nach hinten sinkst, irgendwas liegt unter deinem Kissen.